Sportfreunde Torjäger Peter Sprung bekommt in der zweiten Hessen-Pokalrunde einen neuen Sturmpartner zur Seite gestellt. Oliver Quilling darf beim Derby zwischen Germania Oberoden und den Seligenstädtern den Anstoß ausführen. Nach nur einem Ballkontakt landet der Landrat bei Klaus Reusing dann doch wieder auf der Ersatzbank. Der Sportfreunde-Trainer hatte seine Anfangsformation gegenüber dem letzten Hessenliga-Auftritt ohnehin schon auf 6 Positionen verändert. Der Außenseiter aus Oberoden steht zunächst gut in der Abwehr, Seligenstadt in der Anfangsphase zwar mit leichten Vorteilen, Chancen gibt es aber nur wenige. Bei Oberoden sitzt der angeschlagene Marco Cristofori zunächst nur auf der Bank. Nach einer guten halben Stunde sieht der Germania-Torjäger diesen Eckball von Seligenstadts Patrick Hofmann. Marcel Kopp auf Veta Suljic, dessen Kopfball schlägt Oberodens Sead Özdemir zwar aus dem Tor, das Schiedsrichtergespann hat den Ball aber hinter der Linie gesehen. Favorit Seligenstadt geht durch ein umstrittenes Tor in Führung. Ich habe so gesehen, dass der Ball drin war, da der Spieler ein bisschen zum Innentor drin stand, wenn er ihn dann mit der Brust so rausholt. Also sah für mich klar nach Tor aus. Der war nicht drin, weil ich stand ja schon auf der Linie. Wir hatten zwei Leute am Pfosten gehabt. Ich war in einer Ecke und es ist halt wohl logisch, wenn ich auf der Linie stehe und einen Schritt nach vorne gehe mit der Brust, dass es gar nicht sein kann, dass er hinter der Linie war. Aber das war halt die Entscheidung von der Linienrichterin und das muss man letztendlich auch akzeptieren. Sehr unglücklich. War da zu weit weg. Die Jungs sagen mir, war nicht drin. Der Gegner sagt, er war drin. Letzten Endes wäre Videobeweis sehr wichtig. Die eine Kamera auf dem Germania-Sportplatz kann in diesem Fall auch nicht wirklich helfen. Jedenfalls liegen die Sportfreunde in Oberoden 1-0 in Führung. Kurz vor der Pause verpasst Peter Sprung eine höhere Führung. Im zweiten Durchgang schlägt sich die Germania weiter wacker, Oberoden jetzt sogar mit einem Chancenplus, die Hausherren sind allerdings nicht zwingend genug. Hier setzt sich Umut Kitzel ja zwar mal schön durch, scheitert dann aber an Seligenstadts Torhüter Damian Jaworowitz. Ähnlich ergeht's wenig später Marco Cristofori, der mittlerweile eingewechselt wurde. In der Schlussphase nochmal die Sportfreunde, Sprung auf Veta Suljic, der verpasst zwar sein zweites Tor, letztlich reicht's für den Favoriten beim zwei Klassen tiefer spielenden Gruppenligist, aber zu einem knappen 1-0. Ein bisschen schwer getan, aber gewonnen ist gewonnen, das zählt. Ja, alles gut, wir haben 1-0 gewonnen, wir sind eine Runde weiter, das zählt im Pokal. Wir haben heute ein paar Spieler geschont, haben ein paar Spieler aus der zweiten Reihe Chance gegeben, die haben sie genutzt. Wir haben 2-0 gespielt. War zwar nicht hochklassig von uns, aber das war so, wie wir es uns erwünscht haben. Wir haben kein Gegentor, mussten nicht in die Verlängerung, alles okay. Ich glaube, teuer verkauft. Jungs haben das richtig gut gemacht. Ich habe jetzt keinen großen Unterschied zwischen Hessenliga und Gruppenliga, zumindest hier bei dem Spiel gesehen. Am Ende Pech gehabt. Ne? Aber haben es richtig gut gemacht, die Jungs. Die gesamten 90 Minuten haben wir eigentlich souverän gespielt. Und ich kann mich nicht erinnern, dass Seligenstadt gute Spielzüge hatte. Die haben durch eine Standardsituation gewonnen, was irregulär war und ja, schade für uns. Glückwunsch für Seligenstadt. Die Sportfreunde also fürs Achtelfinale qualifiziert. Hier könnte es zum Duell mit den Profiklubs Wien Wiesbaden und Kickers Offenbach kommen. Ja, ich hätte gern gegen den UFC gespielt, da es auch ein Derby ist, ein Kreis, wäre perfekt. Ich hätte lieber Kickers im Endspiel. Selbstbewusst? Ja. Nach der Kickers und nach Wien sind wir der dritte Verein hier im Umkreis. Und wenn Wien vorher rausgeht und wir kommen die Kickers im Endspiel, wäre ich zufrieden.